Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eknodum zum ersten Video der Sommertour 17. Wow! Magdeburg und ja, und da werde ich heute das allererste Video für die Sommertour drehen und ein paar einleitende Worte zur Sommertour sagen und vielleicht auch eine kleine Challenge machen, die ich geplant habe. Mal gucken, ob es klappt. Sieht gerade nicht so aus, als würde die klappen, weil es hier ziemlich leer im Elbauenpark. Ansonsten, ja, mal gucken. Ich befinde mich hier in einer Art Irrgarten. Hoffen wir mal, dass wir uns hier nicht verirren. Ja, heute wollte ich mal, wie schon gesagt, ein bisschen um die Sommertour reden. Ja, es ist hier ein bisschen hell hier drin an der frischen Luft hier draußen. Da scheint die Sonne schräg auf mich herab, ganz von oben. Organisatorisches zur Sommertour. Ja, das Gute ist hier als erstes mal in dem Irrgarten hier, dass ich ein bisschen geschützt und ein bisschen versteckt bin. Das heißt, man kann mich unter Umständen nicht sehen, aber wohl auch hören, aber zum Glück nicht sehen. So. Das heißt, es ist auch der Peinlichkeitsfaktor von vloggend durch die Gegend laufen nicht gewährleistet. Hoffe ich, ich falle nicht zu viel auf, weil ich habe es ja auch immer so ein bisschen mit Menschenmassen und mit vollen Städten und so. Deshalb, ja, die Sommertour eigentlich keine so witzige Sache für mich. Deshalb bin ich Let's Player. Da muss ich mich nicht in Menschenmassen begeben. Da kann ich zu Hause an einem Schreibtisch hocken und meinen Krams machen. Doch, hier geht's auch schon raus. Hab's geschafft. Dann wollen wir nochmal zurücklaufen. Mit deinen ganzen Weg längs. Gibt's noch interessantere Wege? Ja. Ich habe ein kleines Flüsschen dort gesehen, da kann man auch noch, jetzt bestimmt auch noch interessante Wege lang zur Sommertour. Ich werde jetzt noch keine Städte und Termine sagen, in die ich reise. Dieses Jahr aus, ja, Sicherheitsgründen klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber ihr wisst, was so aktuell in den Nachrichten läuft. Und wenn ich dann im Berliner Zentrum unterwegs bin und auf dem Alexanderplatz, wird Alex sagen, aber heißt ja Alexanderplatz, und da auf dem Alexanderplatz rum vlogge, und ja, da ist ein bisschen Angst schon da, weil, ja, ich will die Sachen gar nicht nennen. Ich habe schon auf Twitter mal geschrieben, mein Kanal bietet dem, was ich nicht erwähnen will, keine Plattform, deshalb wird auch darüber nicht geredet. Ihr wisst selbst Bescheid. Deshalb lasst euch überraschen, welche Städte wann online kommen. Wenn es gut läuft, kommt am Samstag schon das nächste Video von der nächsten Stadt. Da sage ich noch nicht, welche Stadt.
Da geht es auch wieder raus, dass der Irrgarten hat viele Auswege. Ja, ich werde auch gleich mal rausgehen. Ich will nur noch dieses Flüsschen finden. Das sah ganz interessant aus. Da lässt sich vielleicht auch noch was Hübsches an Bildmaterial finden. Ich werde das jetzt so versuchen anzustellen, dass ihr zumindest uploadmäßig an 2 Tagen die Woche ein Sommertour-Video kriegt. Das heißt zum Beispiel montags und samstags oder dienstags und samstags waren es, glaube ich, dass ihr jetzt dienstags und samstags oder halt mittwochs und samstags halt irgendwie 2-mal die Woche ein Sommertour-Video bekommt. Das heißt, diese Woche kommt es dann noch, ich werde es versuchen am Samstag online zu bringen, ein weiteres Video aus der nächsten Stadt und dann, ja, hier ist auch schon das Flüsschen. Flüsschen ist ein bisschen übertrieben. Ja, da. Das sieht hier alles ganz wunderbar fantastisch aus. Der Elbbrunnenpark ist auch kein so übles Örtchen. Ganz schmackhaft hier gemacht. Das ist alles auch wundervoll gepflegt hier. Sieht die ganzen Hecken hier und das Flüsschen ist auch nicht ganz übel aus. Und ja, habe auch gerade eben eine Gärtnerin getroffen, die hier rumhantiert, während ich vlogge. Ich habe es natürlich nicht gefilmt. Selbstverständlich. Und ja, würde mal sagen, kommen wir mal hier schnell raus aus diesem Irrgarten, bevor wir uns hier drin verfangen. Und dann würde ich sagen, ja, ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt, Elbbrunnenpark, was zum Geier ist das, Zwergi? Hab ich noch nie von gehört. Wo bist du und wie komme ich dahin, wenn ich in Magdeburg bin, in den Elbbrunnenpark? Das kann ich euch zeigen. Da habe ich jetzt mal was für euch. Eine Karte. Das ist der Elbbrunnenpark. Das ist der Elbbrunnenpark. Und das. Das heißt hier, das ist Magdeburg. Das ist eine Magdeburger Karte. Hier ist das Liniennetz von der Straßenbahn von Magdeburg. Der Bahnhof, der ist hier. Findet sich hier an dieser Stelle. Hier ist der Elbbrunnenpark. Das heißt, wenn ihr nach Magdeburg kommt, müsst ihr von hier. Bahnhof in Magdeburg ist ein bisschen abgesperrt, gerade wegen Bauarbeiten. Da müsst ihr dann hier zu der Haltestelle Verkehrsbetriebe. Dann müsst ihr ein bisschen durchs City-Carré, durch Stengel, durchs City-Carré, durch dieses Einkaufszentrum da einmal durch. Dann seid ihr bei der Straßenbahn dort, bei den Verkehrsbetrieben. Und von den Verkehrsbetrieben geht es mit der 6, mit der Linie 6 hier Richtung oben zum Elbbrunnenpark, Richtung Herrenkrug. Herrenkrug ist dann die Endhaltestelle, aber ihr wollt dann zum Elbbrunnenpark und könnt dann dort beim Jerichower Platz bzw. bei der Haltestelle Elbbrunnenpark Messegelände aussteigen und dann seid ihr hier im Elbbrunnenpark. Ja. Elbbrunnenpark ist ein riesiges, gigantisches Ding. Das sind nicht nur der Irrgarten und diese paar Bäume hier, sondern auch noch ein bisschen mehr. Deshalb switche ich jetzt direkt zum anderen Ende des Elbbrunnenparks. Zum anderen Ende des Elbbrunnenparks. Das liegt dort. Und dann sehen wir uns dort wieder. Natürlich steht am Ende der Sommertour wie letztes Jahr wieder die Reise nach Berlin. Ja, wie am Anfang die Reise nach Magdeburg, also die Tour in Magdeburg steht. Ja, zwischendurch erwartet euch auch was ganz Leckeres. Also es gibt auch was für den Geschmackssinn. Na, irgendwie nur durch die Kamera gereicht. Also ich kann es euch nicht zureichen, aber da gibt es was Leckeres zu sehen. Ein bisschen Kultur noch zu schnabulieren geben. Und ja, tierisch wird es auch noch in einem der Sommertour-Videos. Meinen werten Kollegen Greeny Let's Play, den werde ich noch treffen.
bei der Sommertour. Da wird es auch ein Video zu geben. Da werde ich bestimmt einige Challenges mit ihm machen. Ja, heute hat es sich nicht so angeboten, Challenges zu machen. Sollte aber heute auch eher nur so ein Einleitungs-Vlog werden. So ein Video, ja, so ein bisschen auf die Sommertour eingehe und ein bisschen Einleitendes dazu erzähle, was die Sommertour will und was euch erwartet. Also vieles wird es zu sehen geben. Großes erwartet euch. Seid dabei in den nächsten Videos. Drüben ist ein kleines Gewässer namens Elbe. Ein kleines Gewässerchen, so ein kleines Flüsschen. Ja, und dann werde ich noch ein bisschen durch die Landschaft, durch die grünen Wiesen dieses Parkes, des Elbenparkes wandern und echt dabei ein wenig mitnehmen. Und ja, ansonsten freue ich mich schon auf die Sommertour, auf die nächsten Videos, auf den nächsten Monat, auf die Tour durch Sachsen-Anhalt und Umgebung. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja. Und ihr seid mit dabei. Glaubt ihr mir, wenn ich euch sage, dass es scheiße heiß hier ist? Die Sonne prallt hier direkt von oben auf mich herab. Es ist hell und heiß. Ja, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich war mit der Klasse letzten September. Da war ich noch in der Schule. Ja. Jetzt habe ich Sommerferien, bin aus der Schule raus. Und da war ich in Griechenland mit der Klasse und Griechenland war schon ein bisschen wärmer, obwohl man muss sagen, Griechenland hat ein bisschen trockeneres Klima, da war es angenehmer. Da waren es zwar 35 bis 40 Grad draußen in der Sonne, aber auch durch das trockene Klima ein bisschen angenehmer zu ertragen. Hier ist so ein feuchtes, nassfeuchtes Klima und dadurch ist das auch ein bisschen. Oh, jetzt kommt gerade Wind auf. Das ist schön, aber ja. Die Sommertour wird lustig bei der Hitze. Jo, den Jahrtausendturm, auch Buga-Turm genannt, nichts zu vergessen. Das wird ein Thumbnail. Und dann bin ich mit meiner Tour durch den Elbauenpark, glaube ich, auch fast schon zu Ende. Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Dort drüben auf der anderen Seite, wo ich vorhin war, des Elbauenparks, gibt es noch eine Art Rodelbahn. Den Jahrtausendturm oder den Buga-Turm könnte man sich auch noch antun. Da könnte man auch noch reingehen, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste dort gerade. Jetzt seht ihr ihn, jetzt habt ihr ihn gerade nicht gesehen, weil mein Kopf davor war, mein Breitschädel. So, den kann man sich auch noch antun. Aber ja, wenn es euch Freude macht, dann könnt ihr in den Elbauenpark kommen nach Magdeburg und ihn euch anschauen. Da ist, wenn mich nicht alles täuscht, gerade eine Playmobil-Ausstellung drin für die Kleinen. Also kann man machen. Eine Rodelbahn zu dem Thema. Da bin ich sowieso kein wirklicher Fan von Rodelbahnen. Da verweise ich nur freundlich auf die Sommertour vom letzten Jahr. Sommertour 16 Tale. Hashtag Zwergi schreit 2 Minuten lang in die Kamera. Ja. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. In der nächsten Stadt am Samstag, wenn ich es hinkriege. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl. Gebt es wieder ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt, keinen weiteren Sommertour, Vlog, seid noch. Ansonsten haut rinne. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch ein Kaffee und ein Eis. Dann wäre das Ganze perfekt hier. Dann würde ich mich sauwohl fühlen. Und wo bekomme ich jetzt ein Eis und einen Kaffee her?
Eistee ist dann doch nicht mehr geworden. Ja, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, schreibt mal Pilgrim, Hashtag Pilgrim in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und dann ciao, bis zum nächsten Video.